Karrieresprung. Einzug der Absolventinnen und Absolventen des Universitätslehrganges Optoelektronik und Photovoltaik des Zentrums für interkulturelle Studien in die Fürstenfelder Stadthalle. Photovoltaik ist die Grundlage oder eine der Grundlagen für die Gewinnung erneuerbarer Energie aus der Sonnenenergie, und Optoelektronik schließt ein die Umwandlung von Strom, elektrischem Strom, in Licht. Und das auf die effizienteste Weise, die wir derzeit haben. Eine Zukunftstechnologie also. Das Zentrum für interkulturelle Studien in Fürstenfeld, kurz CIS, ist mit diesem Bildungsangebot einzigartig. Das Besondere ist, dass das überhaupt nicht gegeben hat vorher in Österreich und dass wir das neu hier initiiert haben, eben mit diesem Partner Industrie, mit den Betrieben der Industriellen Vereinigung und der Johannes Kepler Universität am Standort Fürstenfeld. Das Angebot dieser Netzwerk-Uni, die mit namhaften Universitäten und mit der Wirtschaft eng zusammenarbeitet, ist stark praxisorientiert. Einerseits geht man einmal bei gewissen Themen viel mehr in die Tiefe, dadurch hat man das Hintergrundwissen und kann dann die Probleme ganz anders herangehen, weil sonst hätte man mit dem Wissen das nicht machen können. Und andererseits ist das Fachwissen wird dann viel breiter und man ist einfach besser aufgestellt. Für diese Chance nimmt so mancher einen wirklich langen Weg in Kauf, zum Beispiel aus Vorarlberg. Ich habe immer Nachtzug genommen von Feldkirch nach Graz und war immer rechtzeitig an dem Unterrichtstag in Graz und dann mit Bus nach Fürstenfeld. Und natürlich nach so einer halb durchgeschlafenen Nacht habe ich dann den Unterrichtstag genommen. Ein Aufwand, der sich lohnt. Für die Absolventen und ihre Karriere. Also hier beginnt man natürlich bereits in Gruppenleiterfunktion. Das heißt, es ist eine leitende Tätigkeit, die diese Mitarbeiter in absehbarer Zeit einnehmen werden. Sie sind gewachsen im Unternehmen, sie sind die letzten Jahre gewachsen, werden in weiterer Folge auf Abteilungsleiterniveau und natürlich bis in das Top-Management nach oben wandern. Übrigens, für das nächste Masterstudium Optoelektronik, Photovoltaik sind noch Plätze frei. Und Spezialisten in diesem Bereich werden immer gesucht. Ich werde oft angerufen, haben Sie Absolventen für uns? Und wir haben zu wenige Absolventen. Also es könnten durchaus mehr sein. Das heißt, Arbeitslosigkeit ist für diese Herrschaften kein Thema. Das glaube ich nicht, dass diese Herrschaften einmal arbeitslos sein werden.